Ja, ich grüße euch, ihr Lieben. Zu dem Video wird er oder sie sich ja bei mir melden, werden wir Weihnachten gemeinsam verbringen. Ja, ich lege euch mit den Lennemann-Karten, mein Spezialgebiet sind die Lennemann-Karten. Das mache ich schon sehr lange, sehr ausführlich und gerade zum Thema Seelenpartner. Das ist so ja meine Fachgebiete sozusagen, ja, die ich euch anbieten kann. Und ja, wir werden hier jetzt in diesem Video, ja, ganz spannend und ich hoffe, ich habe mir die Karten nicht angeschaut, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich habe mir gedacht eben, wir schauen hier nach, weil das ja viele wissen wollen. Ich weiß, es ist schon knapp, mir kam die Idee leider erst jetzt, sonst hätte ich schon früher gemacht, weil das wollen ja viele wissen mit dem Wunschpartner, ja. Ich möchte mich jetzt nicht festlegen auf sehen oder wenigstens was hören. Also das ist, ja, ich möchte beides mit reinnehmen. Vielleicht sieht man auch einen Unterschied, ich weiß es nicht. Also entweder ob du ihn siehst zu Weihnachten oder ob du was hörst wenigstens zu Weihnachten, weil ich weiß, dass das ganz vielen wichtig ist. Ja, und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das Video liked, teilt, auch kommentiert, ja, und natürlich auch meinen Kanal abonniert. Ja, dann, wie gesagt, also ich habe jetzt Weihnachten, also ich habe jetzt für die Zeit von 24. bis 26. Dezember genommen, den Zeitraum, weil das ist für mich Weihnachten, ja. Natürlich, wenn er sich jetzt einen Tag noch später meldet oder ihr seht sich am 27., dann ja, werdet ihr hoffentlich auch nicht böse sein auf mich. Es ist doch ein Kollektiv-Orakel, es kann nicht für alle gelten. Ja, wenn wir jetzt schauen, ob es eher positiv oder eher negativ ist, ja. Wie gesagt, also ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ja, ich weiß, die Leute, die jetzt zuschauen, sind mutig, weil wir wissen ja nicht, was dabei rauskommt. Ja, ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, ich habe auch nicht nachgeschaut. Ich habe jetzt mal generell eben die Frage gestellt, siehst du ihn oder hörst du was von ihm oder ihr? Also es gilt immer für beides. Und hier habe ich nochmal drei Karten für dich gelegt, wie es dir dann damit geht. Ja? Okay, ich bin selber so aufgeregt für euch, ja, für alle, für die das jetzt total wichtig ist. Und ich drehe mal die erste Karte um, ja. Oh, oh, das ist mal was Positives, die Störche. Na gut, also die Störche stehen ja für die positive Veränderung, ja. Also das schaut schon mal gut aus, aber schauen wir mal weiter. Oh, dann habt ihr die Lilie. Lilie ist ja Familienkarte, steht aber auch für die Sexualität, aber auch für die Harmonie, ja. Also, boah, ich krieg schon Gänsehaut. Dann haben wir hier das Schicksalskreuz, das Kreuz. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh, der Blumenstrauß. Die Lennemann-kundig sind, wissen, Blumenstrauß bedeutet Treffen, Dates, ja, in dem Fall. Dann noch die Nachricht. Also ich bin von den Socken. Ich freue mich so für euch. Oh Gott. Und das Herz. Ich schwöre es, ich habe die Karten nicht ausgesucht. Ja. Ich habe sie nur gemischt vor der Legung. Und dann haben wir noch die Sterne. Wow. Also das ist ja unfassbar. Dann haben wir das Haus. Und wir haben den Park. Oh mein Gott, Entschuldigung, ich hoffe, ich bin nicht zu laut in der Kamera, aber ich freue mich einfach so sehr für euch. Also das sieht ganz eindeutig nach einem Treffen aus, ja. Also für alle, die sich wirklich vielleicht nicht gewusst haben bis zuletzt, ja, sehe ich ihn oder sie, werden wir uns treffen, werden wir ein Date haben, es kommt natürlich jetzt darauf an, ja, in welcher Lage du gerade mit deinem Gegenüber bist, ja. Das kann jetzt natürlich alles mit einschließen, ja, von einem Treffen irgendwo in der Öffentlichkeit, von einem Treffen bei ihm zu Hause oder bei dir zu Hause. Nachdem es ja eigentlich hier in dem Kartenblatt um den Gegenüber geht, könnte ich mir gut vorstellen, dass es um sein oder ihr Zuhause geht. Dann haben wir hier die Nachrichten, ja. Das heißt für mich einerseits, wenn du es noch nicht weißt, kann es sein, dass es jetzt erst zu der Nachricht kommt, ab heute quasi, ja, bis Weihnachten hin, also dass er oder sie sich erst meldet und hier haben wir ja auch die positiven Veränderungen und die Liebeskarte und das Kreuz, ja, also ich denke mal, vielleicht hat er oder sie wirklich bis zum Schluss nicht gewusst, ob sich's ausgeht, wenn er vielleicht noch eine Familie hat oder eben in einer anderen Beziehung steckt, ja. Ob er oder sie sich die Zeit machen nehmen kann für dich und ja, ich bin echt sprachlos, ja. Die Sterne, die höchste Glückskarte und eben hier die Date-Karte, die Treffen, ja. Also, da kann ich wirklich, Gott sei Dank, ja, nur ein eindeutiges Ja geben, wenn du
Ja, wenn diese Kartenlegung auf dich zutrifft, wie gesagt, das ist ein allgemeiner Orakel, ja. Es ja, stimmt leider wahrscheinlich nicht für alle, das muss ich dazu sagen, also bitte nicht in Deutschland, aber generell, also das ist ein super Decker. Ich freue mich wirklich total für euch, das schaut so gut aus, da brauche ich ja gar nichts mehr dazu legen und ich habe mir gedacht, ich nehme noch die Liebesengel-Orakel, aber das brauchen wir hier gar nicht, weil... Ja, oder eben, wie gesagt, also das ist eindeutig. Was halt auch sein kann, dass es wirklich unter Anführungszeichen nur wenigstens eine Nachricht geht. Aber nachdem wir hier die Blumen liegen haben, die immer für die Treffen auch und die Dates stehen, glaube ich schon, dass es mehr wird. Aber zumindest sollte er oder sie sich melden. Also weil hier haben wir eben den Kontakt, ja, drinnen. Also Kontakt und Treffen, also wie gesagt, falls es wirklich mit Treffen nicht funktioniert, wenigstens Kontakt, aber auch hier die positiven Veränderungen mit der Liebeskarte, ja. Also hier kommt auch etwas ganz Schönes auf dich zu. Die Blumen stehen ja auch für das Geschenk. Also es kann ich mir schon gut vorstellen, dass du auch wirklich ein Geschenk bekommst. Ja, das vergessen ja unsere Herren zumindest manchmal ganz gern. Ich will jetzt nicht alle in einen Topf werfen, aber kommt doch oft vor. Aber da schaut es wirklich in dem Fall gut aus. Ja, und das ist schicksalhaft. Also er oder sie drängt es förmlich dazu, ja, dich zu sehen zu Weihnachten und oder wenigstens mit dir zu reden, Kommunikation zu haben. Also ich glaube nicht, dass du ganz alleine bist, falls du es sonst wärst, ja. Das schaut wirklich, wirklich gut aus. Schau mal nochmal auf deine Reaktion, die habe ich ja auch noch hier ausgelegt. Oh, und das finde ich ja ganz spannend. Okay, hier haben wir mal den Sarg, ja. Der steht ja für die Transformation. Schau mal, was wir dann hier haben. Den 28, ja. Und dann haben wir noch den Hund. Also ich bin sprachlos. Wenn es bei dir um eine Frau geht, egal in welcher Verbindung du stehst, zu ihr, dann gilt das halt hier, also sieh das jetzt bitte als Frauenkarte. Also hier kommt eine Transformation. Es kann auch wirklich sein, dass deine, eure Beziehung jetzt um die Weihnachtszeit auch wirklich eine neue Richtung nimmt. Eine Richtung, die du dir wünschst, ja, in eine Richtung, in die du gehen willst. Neue Wege, ich habe zwar hier noch nicht die Beziehungskarte liegen, aber trotzdem, ja, also du siehst ihn oder sie, ja, der Hund steht für die Treue, ja, also es muss fast so sein, ja, würde ich mal sagen, mit den Karten her. Und wie gesagt, das freut mich wirklich, wirklich ganz, ganz besonders für euch, das finde ich ganz, ganz toll. Und ja, wenn es so klappt, wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit mit eurem Wunschpartner, Wunschpartnerin, dass ihr auch, ja, zumindest wenn es nur ein paar Stunden sind, ich weiß, dass eben viele, die schon lange allein sind und auf ihn oder sie warten, ja, da schon verzweifelt sind teilweise, aber wirklich, seid nicht verzweifelt, freut euch, ja, das, ja, schaut sehr positiv aus. Ja, nachdem ja dieses Video nur vor Weihnachten anzuschauen ist, weil es ja für die Weihnachtszeit gilt, wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit mit eurem Wunschpartner, so wie es ausschaut. Und ja, es kommt dann noch ein Video hoch und zwar, ich mache dasselbe mit Silvester, weil ich weiß, dass das auch wichtig ist für euch, das lade ich dann auch hoch. Da schauen wir auch rein, ja, ob ihr euren Wunschpartner, Wunschpartnerin zu Silvester seht. Ich wünsche euch jetzt schon, ja, wunderschöne Feiertage, ein schönes Weihnachtsfest, vielleicht trotzdem im Kreis der Familie, wie auch immer, ja, aber eben auch, ja, mit eurer Liebe. Alles Liebe und bis bald. Tschüss, Baba.